Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Ja, gestern habe ich ja ein bisschen verkackt mit Clash Royale, beziehungsweise ich habe es hochgeladen. Da stand da, es braucht noch 23 Minuten und dann hat YouTube einfach nicht weiter hochgeladen. Das war ziemlich nervig, aber okay. Müssen wir mit leben, ne? Ich habe heute Lust auf Spam Deck. Deswegen wechseln wir mal. So. Das auch einmal kurz wechseln und wir öffnen erstmal ein paar Truhen. Ihr seht, die eine Truhe habe ich nicht ganz geschafft. Ja. Ist halt so, oder? Müssen wir mit leben. Eventuell öffnen wir die gleich einfach. So. Und hier können wir auch noch ein paar Dingern fragen und sagen und so weiter und so fort. Was haben wir heute im Angebot? Gar nichts. Okay. Heute ist gar nichts im Angebot. Von den Dingern brauchen wir auch nichts. Dann würde ich einfach sagen, hey ho, let's go, wir starten eine Runde. Weil von nichts kommt ja nicht. Und ich würde heute gerne, wenn es klappt, die Folge etwas kürzer halten. Weil ich eben erst aufgestanden bin. Ich habe heute ein bisschen verschlafen, weil sonst. Ich bin aufgestanden. Ich habe auch noch nichts gegessen. Und ja, ich trinke nebenbei jetzt meinen Espresso gerade. Das ist das erste, was ich heute Morgen zu mir nehme. Und deswegen würde ich doch liebend gerne gleich etwas Vernünftiges im, wie nennt man, dinieren oder essen, wie, man, wie auch immer man das sehen möchte. So. Eine Krone haben wir schon mal, das ist super optimal. Das freut mich auf jeden Fall. Gucken, vielleicht kommt da auch mehr rum, ne? Vielleicht kommt da ja mehr rum. Am besten werden drei. Aber eine ist schon mal gut. Eine ist schon mal gut. Der Gegner hat Druck und das ist super. Super optimalico. Was ich immer nöselig werde, liegt einfach daran, dass ich Hunger habe, ne? Tut mir leid, erst schon mal. Aber, ja. Ist halt so. Wie gesagt, ich habe noch nichts gegessen und so. Und ja. Alles mit der Ruhe, Tom. Alles mit der Ruhe. So. So und so. Zack. Oh, ist er überhaupt noch da oder hat er schon aufgegeben? Ich glaube, er hat aufgegeben. Hätte sehr gut, hätte ich hier angreifen können. Gegner Spiel verlassen. Ah, okay. Entweder hat er aufgegeben oder hat ein DC. Du, das kann natürlich alles sein, aber was es ist, das kann ich euch leider nicht verraten an dieser Stelle. Wäre auch komisch, wenn ich das könnte. Könnte ich die Gegner manipulieren, ne? Wäre schon cool, ja? Ich habe heute nicht viel Zeit, alle manipulieren, nur drei, nur vier Runden machen oder so, das wäre lustig. Aber das wäre ja schon wieder Chicharino und das wollen wir ja auch nicht, ne? So. Zack. Zack, zack, zack. So und so würde ich jetzt gerne, glaube ich, machen. Okay, wir kriegen aber gut Damage, alleine dadurch, dass die eine da ist und dann ein bisschen gut gedefft hat, haben wir echt gut Damage drauf bekommen. Das ist super. Feuerhageltest ist incoming, auch wenn wir gerade alles an Elixier rausballern. Aber ich will gucken, ob er Feuerhagel hat. Stimmt, hat er. Hat er doch recht früh am Anfang rausgehauen, aber egal. Hat einen Feuerhagel und Feuerball, das ist sehr gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Hm. Nicht schlimm. Können wir deffen. Können wir deffen, gar kein Problem. Gut, dass er jetzt den Feuerball schon raus hat, weil dann können wir ein bisschen deffen als vorher. Vorher wäre das nicht so super möglich gewesen. Und jetzt ist das wirklich einfacher schon. So. Feuerhagel ist auch raus, das ist super. Und wir kriegen das down, sehr gut. War jetzt ein bisschen anstrengender als erhofft, aber wir haben es down bekommen. Wir haben es down bekommen. Okay, jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe nichts gegen Flugabwehr gerade. Dies ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Nein, nein. So. Langsam war sicher, hier mal was anfangen hinzustellen. So und so.
Und so. Und zack. Nochmal eine Hexe. Meine Hexe kann ja nie schaden. Zack. Zack, zack, zack. So, dann kann ich seine Skleider mähen. Da hinten haben wir auch noch was hingeworfen. Und dann soll ich mir den Tower da hinten schon mal bekommen. Das ist super. Super Optimalico. So. One. Kronenko, wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es, zahle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es, zahle. Kronenko, Jemineo. Okay. Das war jetzt nicht so gut, weil das Scheinchen ziemlich im Nerven ist. So. Das ist mir ganz ehrlich egal. Vorher sollte ich einen Tower bekommen. So. Zack, zack. Hoffe ich mal. Moment, sieht nämlich nicht so gut aus. Ah, das war's. Ich hab nichts mehr zu deffen. Oha, das war knapp. Hätte beinahe noch eine Krone mehr bekommen. Aber wir haben gut durchgehalten. Jetzt haben wir zwar lange, lange Kampf für eine Krone, aber naja. Naja. So. Gucken, was passiert. Ja, danke. Danke, danke. Ja, der Magic Man ist jetzt natürlich nicht so gut als Gegner, beziehungsweise er ist einfach nervig. Aber wir können mit ihm arbeiten, das ist schon mal was. Zack. Na, er dürfte nicht mehr so viel Elixier haben, dadurch, dass er zwei Elixier... Warum ist er... Ah, er hat einen Spiegel. Ah, okay, er hat also einen Spiegel, das ist gut zu wissen. Ist good to go. Good to know und so weiter. Ist super, dann wissen wir das schon mal. So. Beihageltest ist vorhanden. Kommt da was oder kommt da nicht? Okay, da kommt ein Fireball, man. Ist auch in Ordnung. Den können wir gleich mit zwei Lex hier umhauen. Indem wir nur ein bisschen Damage an dem Tower zulassen. Oh, das war ein bisschen schlecht. Hätte ich später setzen müssen auf jeden Fall. Das hätte ich später machen müssen, damit es besser ist. So. Oh, die sollen auf jeden Fall den Elixiersammler ein bisschen downschlitzen. Da wäre ich auf jeden Fall für. Gucken, oh, haben sie ein bisschen gemacht. Nicht so viel, wie ich mir erhofft habe, aber ein bisschen. Und ein bisschen ist besser als nichts. Das wisst ihr ja schon, ne? Das habe ich schon. Das ein oder andere Mal erwähnt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere da auch noch dran. Ja. Zack. Okay, er hat also mit dem Spiegel gerade einen Fireball-Man nochmal gespiegelt. Das ist okay. Okay, ich lasse ihn jetzt extra so ein bisschen durchlaufen. Weil ich einfach auf der linken Seite durch möchte. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Mit dem Bomben-Tower. Aber gut. Alles noch machbar. Das ist gar kein Problem. Alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen. Alles noch im grünen Bereich. So. Seven, six, five, four, three, two,
One Kronen K.O., wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wer hasst es alle. Kronen K.O., nu das Spiel ist vorbei, oh. Sehr schön, sehr, sehr schön. Noch meine goldene Truhe. Können wir ihn nicht öffnen. Oh yeah. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück, dankeschön. Okay. Hat das schon mal. Okay. Schon mal interessant, alles zu wissen, was der gerade raushaut hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Nick, kleck. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd mit diesen Feuergeistern. Aber ist auch okay. So. Oh, ich dachte gerade, er lässt die Skelett an mir allein. Das wäre so geil, Mann. Aber er hat es leider nicht getan. Er hat es leider nicht getan, Mann. Ach, guck mal den Damage an. Das waren nur da hinten, fast nur da hinten die kleinen, Kobold-Dinger, die ich da hingeworfen habe. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So, eine Hexe brauchen wir. Oh, ein Packer, das ist ja niedlich. Das ist ja schon ein bisschen süß, würde ich sagen. Würde ich so behaupten an dieser Stelle. Zack. So. Und so. Zack, weg ist er. Das waren 7 Elixier. Klingt böse, ist aber so. Das waren einfach mal 7 Elixier. Einfach so weggeballert. Einfach so weg. Das tut schon ein bisschen weh, würde ich sagen. Das tut schon ein bisschen weh. Blitz. Back is the tower. Oh ja. Yeah. Alter, wie viel Damage die machen? What the heck? So, ich warte noch ein bisschen ab. Schicken wir links gleich was durch und rechts und links und rechts. Und dann gehen wir links durch. Wir ignorieren ihn jetzt einfach mal. Gekonnt ignorieren wir ihn. Wir gucken dann mal, was passiert. Einmal nur in der Hoffnung, dass wir so durchkommen. Dann finde ich super optimal, wäre das ja, ne? So. Zack. So. Das könnte jetzt echt böse und stark für mich schlecht enden. Aber ich wollte es einfach probieren. Ganz ehrlich, ich wollte es einfach nur probieren. Was dann so genau da passiert. Und wie wir sehen, ist das jetzt nicht so gut gewesen, ne? Ist nicht so gut gewesen. Aber wir haben trotzdem eine Krone. Gutes Spiel. Zwar nur 2, aber hey, 2 ist besser. Als eine. War of Death. Okay. Okay, kann man machen. Muss man nicht. Viel Glück. So, erstmal wieder langsamer antasten, was der Gegner so macht als Verteidigung dagegen. Und wenn er nichts macht, so rein gar nichts, würde ich schon fast wieder Einheiten ohne Ende spammen, in der Hoffnung einfach, dass er aufgibt. Aber er macht was. Er macht was, Mann. Er macht einfach was. So ein Arsch, Mann. Ist er einfach da. Kann doch nicht wahr sein. Beilageltest! Auch wenn er gerade ein paar Heil gemacht hat, das ist mir egal. Gucken, ob er noch was anderes AOE-Death-mäßiges hat. Okay, er hat auch einen Feuerball. Aber ist schon mal gut, ne? Ist schon mal gut zu wissen. Feuerball und Pfeilhagel, beide vorhanden. Ist jetzt nicht so gut für uns, wenn ich das ganz ehrlich bin. Aber hey. Da wäre total viel, ne? Das sind 5 Elixier. Wenn wir damit durchkommen, das macht so viel Damage an dem Tower. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Glaubt ihr gar nicht, Leute. Ah, der macht den Tower down. Easy. Dann ballert er noch Elixier sammeln, weil er denkt, yo, easy, ich schaff das. Steffen. So, Elixier sammeln auch down. Was willst du machen, Mann? Ich mach dich kaputt dann.
So, ich hoffe, die Hexe cleart da recht schnell, dass wir da noch ein bisschen... Okay, die cleart so null. Okay, doch, die hat schon ordentlich was geklärt. Ja, okay, gebe ich zu, aber... Da ist auch gut was durchgekommen, Mann. Da ist sehr gut was durchgekommen. So, einmal eine Skelettarmee, gucken, was dann passiert. Mit der Pfeilhagel kommen. Jupp. Damit der Pfeilhagel kommen, habe ich ja gesagt. Und wie er es so Zufall will, ist das nun mal auch so. So, dann ballern wir mal eine Hexe dahin. Er hat noch Feuerball. Müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Da ist er schon. Das ist super, dass er jetzt schon raus ist. So. Kommt die dahin? Die dahin? Da noch mal was hin. Okay, das war jetzt super uncool, was ich hier gemacht habe. Ich habe zu viel wieder hin und her geschmissen. Ich hätte einfach mit alles auf einer Seite durch. Ganz einfach. Alles komplett durch. Aber ich habe wieder ein bisschen zu viel hin und her geschmissen. Das war immer das große Problem. So. Das war jetzt auch Racist gerade von mir, aber okay. Six, five, four, three, two, one. Chronica, Chronica, wir kennen es nicht, wir lieben es nicht, wir haben es alle. Wir kennen es nicht, wir lieben es nicht, wir haben es alle. Chronica, Chronica, yippie, yoho. Das wunderschöne Chronica. So. Okay. Aber das ist nicht so wie gedacht hier auf der Seite. Aber okay. Aber es ist alles okay. 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 Eine wunderschöne Skelettarmee. Und jetzt ballern wir hier gleich die Bogenschützen. Ach nö. Greifen wir es natürlich erst da drauf an. Das war ja klar und vorhersehbar. So. Und die Hexe dahin, damit die auf jeden Fall beide Seiten da deft. Hab schon. Gutes Spiel. Deshalb muss er so hartnäckig sein. Dankeschön. Das fehlt nur eine Krone, Mann. Das wäre so optimal, hätten wir jetzt das durchgezogen. Also so langsam kriege ich auch Hunger. Wie ich ja schon mal in dem Video erwähnt habe, habe ich heute noch nichts gegessen. Deswegen wäre das super. Wenn ich langsam was essen könnte. Das wäre super gut. Super gut. Super gut. So. Ja, sind zwar unnötig, aber ich habe einfach gedacht, falls er jetzt Flugabwehreinheiten baut, dann ist das gut. So, Pfeilhageltest ist da. Gucken, ist der auch nah? Okay, er hat die Schlitzer. Das sind die Schlitzer mit der Pizza und die Schlitzen so rum. Die Sickerblattkanone ist die Kanone für jeden Mann. No, ich glaube, ich werde das einfach so machen. Okay, nee. Das kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Ich wollte gerade sagen, ich mache das einfach so, wo er angreift, gehe ich einfach komplett auf der anderen Seite. So, dass ich einfach noch eine Krone bekomme und das vorbei ist. Aber ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Ich weiß nicht warum, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach sagen, yo, ja, ist kein Problem, dann verliere ich halt so hart, krass hart, so krass mit Absicht. So, ich weiß nicht, irgendwie kann ich das nicht. Tut mir da wirklich leid, wahrscheinlich, ne, mache ich mir da wieder selber Vorwürfe und so und das ist gar nicht so schlimm, wenn ich das mache. Aber egal. Zuckerblattkanone ist die Kanone für dich und mich. Oh yeah. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ich freue mich, wir gehen durch da und das wird wunderbar. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. So, ich würde jetzt gerne eigentlich auf der Seite hier mit den Pfeilhageltest mal durchgucken, wie das so aussieht. Okay, das war ein Blitztest, kein Pfeilhageltest. Schade. Schade, schade, Schokolade. Würdest du mich bitte durchlassen? Das wäre super.
So. Ach Mann. Komm schon. Lass mich doch einfach durch. Du willst es doch raus. Nice. Das heißt, es kann jetzt vorbeigehen. Also ich werde wahrscheinlich jetzt einfach full of death mode gehen, glaube ich. Einfach weil ich jetzt nicht verlieren will. Beziehungsweise weil ich nicht noch eine Krone verlieren möchte und dadurch auch fuck. Ja, das alles in die Länge gezogen wird. Das wollte ich eigentlich machen damit, aber okay. Wenn er rechts rumläuft, lasse ich ihn. Aber alle drei Kronen gebe ich ihm auf jeden Fall nicht. Ich werde einfach alles jetzt links rumballern. So und so. Einmal gucken. Ich werde einfach alles jetzt links hinballern. Wenn wir schaffen, schaffen wir es. Und wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. So ist jetzt die Devise. So ist jetzt die Devise. Alter, wir schaffen das sogar. What the fuck? Okay. Gutes Spiel. Wunderbar, wunderbar. Dann würde ich auch schon sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Und wow, für Felix hier damit. Nice. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Clay Tom. Ciao, ciao und bye, bye.